Hallöle, da sind wir wieder bei Let's Play Assassin's Creed und wie versprochen werden wir jetzt hier die geöffnete Tür bei Nostradamus erkunden. So, wir haben jetzt hier, alles klar, das scheint einfach zu sein. Hier muss das richtige Symbol nach vorne gedreht werden. Ne, Moment. Ah, alles klar, ich verstehe es. Also, hier haben wir den. Das M zeigt dieses, das nächste zeigt das M. So, hier haben wir den Pfeil mit dem Kreuz. Das ist dann zweimal drehen, wie es aussieht. Das sieht gut aus. So, dann hätten wir hier eine Art Omega-Zeichen. Was ich aber nicht an der Wand sehe. Doch, das ist dieses Teufelshörnchen da. So, mit einem Y-Symbol ist eine Drehung. Dort haben wir das Zeichen von Wasser. Wo ist es denn? Wo ist es denn da? Das zeigt zwei Drehungen. Das sieht eigentlich jetzt gut aus, oder nicht? Ah, jetzt hat sich etwas getan. Dort ist nämlich jetzt etwas aufgegangen. Schauen wir doch mal, ob wir da hochkommen. Also der Spaß ist jetzt auch noch da hochzukommen. Okay. Jetzt aber genau richtig gedreht, weil sonst würden wir hier diesen Raum nicht so vorfinden. Schauen, ob es hier irgendwas zu sehen gibt gerade. Ah, hier an den Säulen ist. Ah ja, ich glaube, ich sehe, wie es gehen könnte. Da sind nämlich Metallverschläge angebracht. Ah, kleine Kletterpassagen. Sowas ist ja auch mal schön. Zapzerab. Genau, da hoch, da hoch, da hoch. Dann eine Drehung nach da. Ah ja, so rum. Wunderbar. Hier ist ein Schalter.
Und irgendetwas hat sich jetzt durch diesen Schalter getan. Hier sind noch mehr Kammern. Also wenn man diese alle gelöst hat, dann dürfte die Rüstung zugänglich sein. Wir brauchen jetzt 10 Rätselfragmente. Also heißt noch 5 Nostradamus-Rätsel, dann können wir... Das wird noch aufwendig. Na gut, dann nehmen wir unser Geld mit. Wir könnten eigentlich noch die Café-Theatre-Mission angehen. Ich bitte euch, wir töten die Piraten. Zumal ich jetzt schon ein bisschen Geld habe für Gesellschaftsclubs zu kaufen. Was sollen wir sonst mit ihnen tun? Die Gefängnisse sind zum Bersten. Die Gefängnisse müssen reformiert werden. Ein Verbrecher könnte vielleicht noch zu einem Vorzeigebürger werden. Ein Mann, der auf die Guillotine geschickt wird. Renards-Aktivitäten. Eine Leiche. Ich denke mal nicht, dass wir die schon packen. Also, wird jetzt ganz fanatisch aufgeräumt hier. Wir gehen jetzt hier rum. Sammeln uns da noch ein Trüllein ein. Der Meister will dich sehen. Pack, mach es dir doch selbst einfacher. Excellent Boulangerie, deux rues d'ici. Je vais faire un tour. Obwohl, ich könnte natürlich jetzt auch ein bisschen Geld noch investieren in unsere Ausrüstung. Waffen. Ausstattung. Kopf. 5150. Verbesserter Phantomumhang. Verbesserter Bourgeois-Umhang. Gesundheitsschleichen. Ah, da reicht mein Kapital nicht für. Unterarme. Haben wir eigentlich ganz gute Taille. Vielleicht lässt sich da noch was raus. Verbesserter napoletanischer Gürtel, Fernkampf, Gesundheit, zusätzlich Medizin, Gesundheit, Munition. Verbesserter mittelalterlicher Gürtel, Fernkampf, Gesundheit. Gesundheit steigt hier nochmal extrem. Beine. Verbesserte Militärkniehose, das ist eigentlich cool. Jetzt in Besitz. Und wenn wir die nämlich jetzt... 2000 kostet das wieder. Adossierte Adelsgürtel. Und dann Brust. Ich brauche mal eine bessere Brust. 5300, 4500... Verbesserter Phantommantel. Genug Geld ausgegeben. Bah, wird ja teuer direkt, wenn wir hier shoppen gehen. Ah, sieht schon wieder ein bisschen assassinischer aus, so mit so einem Mäntelchen hinten dran. Aber wir haben natürlich jetzt auch richtig geshoppt. Ich möchte jetzt aber erstmal wieder so 10.000 zurücklegen, wenn möglich. Für den Fall, dass wir nämlich ein Café renovieren möchten. Aber das wollen wir uns ja auch leisten können. So, wir sind hier rein. Dann dürfte nämlich hier eine Treppe sein. Dann schauen wir mal nach oben, ob wir an die Truhe kommen. Nein, noch nicht. Wunderbar. Also wieder raus und weiter in Richtung Norden.
Die Liga der Purpurrose. Also was machen wir aber hier nicht, meine Lieben? So, hallo Mademoiselle. Habt ihr von der Purpurrose gehört? Er heißt Sir Reginald und tut, als sei er ein Dorftrottel. Doch er ist sehr geschickt darin, Leute vor der Guillotine zu retten. Ich traue ihm nicht ganz. Ich will, dass ihr ihn vor einem Hinterhalt rettet, damit er in eurer Schuld steht. Welcher Hinterhalt? Jener, der in seinem Zuhause auf ihn wartet. Im Hotel Vieux B. Rettet ihn, dann verschafft er euch vielleicht Zugang zu seiner Geheimgesellschaft. Mon ami, ich werde sehen, was ich tun kann, mein Freund. Hotel 4B. Wie geht es dir, Anna? Die Purpurrose und seine Liga haben meinen Onkel vor der Guillotine gerettet. Seid ihr hier, um Sir Reginald zu treffen? Wolltet ihr der Purpurliga beitreten? Guter Mann. Genau das ist mein Plan. Die Purpurliga? Vielleicht bin ich Mitglied. Vielleicht aber auch nicht. Ein Hinterhalt? Ich darf nicht verhaftet werden, wo doch eben alles so läuft wie geplant. Ihr, Sir, helft mir, sie zurückzuschlagen und seid meiner Dankbarkeit gewiss. Ja, das werden wir tun. Enough, Männer! Tötet die Purpurrose! Ihr wollt doch jetzt wohl nicht an meinen Freund dran, ihr Lieben. Es sind auch verdammt viele gerade, das muss man sagen. Doch wir sind weit überlegen mit unseren Kampfkünsten als Assassino. Was ist es diesmal? Das lief doch gar nicht mal schlecht. Das lief sogar außerordentlich gut. Gut gemacht. Ihr scheint die Sorte Mann zu sein, die ich in meiner Organisation brauche. Ich werde bald auf euch zurückkommen. Hoch erfreut. So. Nächster Part wäre Truhen knacken, können wir wann anders noch. Hier haben wir große Fluchtkünstler, Kritik am Kritiker, Nostradamus, sein Rätsel, die Rückkehr der Purpurrose. Der Tod schmeckt süß. Ist so ziemlich am nächsten dran, also werden wir uns diesen Mordfall schnell annehmen. Ich weiß, ich komme mal wieder total von den Hauptmissionen ab, aber... Oh.
Gerade das macht ja Spaß hier, ein bisschen herumzustreunern, ein paar Leuten den Kopf abzuschlagen. Ja, ja. Zack. Oh, ist mir gerade eine Fliege vors Gesicht geflogen. Lecko mir, wo kam die denn her? So, wir haben jetzt... ein Ziel vor Augen, nämlich... in diese Richtung weiter vorzugehen. Schönen Abstieg, zack. Einmal darüber, bitte. Was soll das? Rede. Ein Verbrecher, ein Verbrecher. Olle. War mal ein Verbrecher. Schöne Parade. Und erstmal hier durchs Fensterchen. Denn wir wollen uns diesen Mordfall hier ansehen. Weiblich, Valerie Duclos in ihren 40ern, äußerst gut gekleidet im Stil der alten Monarchie, Gesicht durch furchtbaren Ausdruck verzerrt, keine Anzeichen physischer Gewalteinwirkung. Also, wir schauen uns jetzt erstmal die Leiche an. Was haben wir hier? Eine umgekippte Tasse, Porzellantasse mit japanischem Design. Offenbar wurde darin heiße Schokolade serviert. Okay, heiße Schokolade. Wir haben hier aber noch mehr Hinweise zu finden. Guck mal, was ist denn hier drüben? Ein gepflegter Garten mit unterschiedlichen Blumen, Fingerhut, Belladonna und andere, deren Verzehr tödlich wirkt. Aha. Da ist jemand, der uns bestimmt etwas mitteilen möchte. Wenn ihr es wissen müsst, ich bin Amélie Morvoisin. Das hier war meine ältere Schwester, Valerie Duclos. Undenkbar, dass Georges sie vergiftet haben soll. Selbst nach allem, was sie sagte. Valerie und ich standen uns nah, doch ich muss sagen, sie war den ganzen Abend über unausstehlich. Sie trank zu viel und beleidigte jeden. Das Schlimmste war, als sie ankündigte, Georges beim Sicherheitsausschuss zu denunzieren. Aber mir fehlt noch etwas. Etwas Entscheidendes fehlt hier noch. Wir haben sie. Diesen Georges würde ich gerne mal fragen. Etwas ganz Entscheidendes fehlt hier noch. Ist nur die Frage, was fehlt noch? Ich sehe nämlich keinen weiteren Hinweis, der hier irgendwo liegen könnte. Außer vielleicht, dass das hier Georges ist. Aber es gibt 5 Schauplätze. Doch mir fehlt hier ein Hinweis und der könnte entscheidend sein. Blumenbeete, die Schwester. Ich glaube, da ist noch etwas. Guck mal. Ganz versteckt. Interagieren.
Ein Damenring, der ins Gebüsch geworfen wurde. Nach näherer Untersuchung entpuppte sich eine der Perlen als der abnehmbare Pfropfen eines winzigen versteckten Fläschchens. Das Fläschchen ist leer, abgesehen von einem Tropfen klebriger, klarer, geruchsloser Flüssigkeit. In den Taschendieb fangen. Ah, zum Glück ist er gestolpert. Lauf, 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 lauf. Ah, geht doch. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Schauplätze sind von diesem Fall. Obscuritas, Obscuritas. Es gab jetzt nämlich auch irgendwie keinen richtigen Hinweis, wo der nächste Schauplatz sein könnte. Vielleicht in einem der umliegenden Häuser. Was passiert denn, wenn wir in diese Richtung rennen? Eine Kukat, eine Kukat! Terrasse ist als neuer Schauplatz markiert. Bemerkenswerte Ereignisse der Pariser Gesellschaft Band 11. Eine Seite wurde markiert, die detailliert die Lavoisin-Vergiftungsfälle des vergangenen Jahrhunderts beschreibt. Wie es scheint, waren eine gewisse Catherine Deschais Lavoisin und ihre Tochter Marguerite Mauvoisin darin verwickelt. Ah, schau mal. Dokumente. Kollektanenbuch. Ein altes Buch mit dem Namen Lavoisin im Buchumschlag in einer markierten Stelle steht. Dieses Rezept habe ich von einem engen Freund, der es wiederum von einem Verwandten erhielt, der es von einem gewissen italienischen Herrn hat, was mir die Echtheit des Rezepts bezeugt. Es beschreibt die Herstellung eines Geruchs, Geschmacks und farblosen Flüssigkeiten. In wenigen Minuten das gewünschte Ergebnis liefert. Viele haben nach dem Geheimnis gesucht, das ich enthüllen werde, schützt es gut. Weiter geht es mit der Beschreibung des Vorgangs, bei dem Arsen, Belladonna-Blätter und Bleipulver zu einer klaren, geruchlosen Flüssigkeit vermischt werden. Daneben finden sich kleine Bemerkungen, die in unterschiedlichen Handschriften in bereits verblasster Tinte verfasst wurden. Es tut mir so leid, sie war schwierig, Georges, doch sie war meine Mutter. Meine liebe Madame Duclair, ich selbst war Zeuge, als ihr verstorbener Ehemann seinen letzten Willen und sein Testament einige Monate vor seinem Ableben unterzeichnete. Er übergab die Verwaltung des Geldes seinem Freund Georges Villiers de Gonzac und der Großteil des Vermögens sollte an ihren Sohn Pierre gehen. Wir besprechen die Angelegenheit bei einem Cognac und erschienen bei vollstem Verstande zu sein. Madame, ich wäre euch dankbar, wenn ihr meine Sorgfalt und Professionalität nicht in Zweifel ziehen würdet. Weder euer Gatte noch Monsieur Villiers de Gonzac haben jemals das Dokument erwähnt, das ihr zutage gefördert habt. Ich möchte glauben, dass sie nichts von dessen Existenz wussten. Wie dem auch sei, das Dokument scheint echt zu sein und gibt euch den unbeschreibbaren Anspruch auf die Vermögensgegenstände. Allerdings gibt es noch ein Problem, das eurem Wunsch nach der sofortigen und direkten Kontrolle über das Erbe im Weg steht. Das Gesetz sieht nicht vor, dass Frauen über ihre eigenen Finanzen verfügen. Deshalb behält Monsieur Georges Villiers de Gonzac weiterhin die volle Gewalt über das gesamte Vermögen. Ganz unabhängig von der Tatsache, dass dieses von Anfang an euch und nicht eurem Ehemann zustand. Solange Monsieur Villiers de Gonzac es vor, da
dass er und nicht ihr selbst die Kontrolle über das Vermögen innehält. Seid euch meine aufrichtigen Grüße und Wertschätzung versichert, Maxime Siquotier. Esszimmer, die Silberkanne. Kunstvolle Silberkanne auf einem Tablett mit 4 Porzellantassen im japanischen Stil. Eine Tasse ist voll mit kaltem Kakao, in den anderen ist nur noch Bodensatz. Brief an Pierre. Eine Nachricht offenbar an Pierre von seiner Mutter Valerie, die auf dem Tisch liegen gelassen wurde. Mein Sohn, ich schreibe, um dich zu warnen und dir zu umsichtigem Verhalten zu raten. Ich weiß zu schätzen, dass du seit dein Vater verstarb, dank seiner törichten Hinterlassenschaft, beachtliche finanzielle Freiheit genießt, wohingegen ich mich mit einer milden Gabe zufrieden geben muss. Deine Tante Amelie entdeckte kürzlich ein Dokument, das sehr deutlich macht, dass mir die Kontrolle über das Familienvermögen nach dem Tod deines Vaters obliegen sollte. Entgegen der lächerlichen Behauptung unseres betagten Nachlassverwalters, der unser Geld mit seinem unseligen Geschäften im Orient verprasst, du musst deine Extravaganzen zügeln, besonders in Bezug auf diese raffgierige Weib, mit dem du dich abgibst, denn schon bald werde ich die Kontrolle über das gesamte Erbe erlangen. Welche Schulden du auch immer angehäuft haben solltest, liegen dann bei dir und bei dir allein. Gib dich nicht der falschen Illusion hin, Amelie würde deinen Kopf aus der Schlinge ziehen, ganz abgesehen davon, dass du viel zu großzügig mit ihr warst. Das Geld gehört mir, sie wird einen kleinen Unterhalt bekommen und mag weiterhin Mutters wertlosen Schmuck tragen. Sie versteht den Wert des Geldes nicht und je weniger sie hat, desto besser ist sie dran. Meine Mutter war oft schwierig, aber an jenem Abend war sie besonders giftig. Ich vermute, es lag an dem Brief, den sie am Morgen erhielt. Jedenfalls kochte mehr und mehr der Unmut in ihr hoch, bis sie schließlich in den Garten hinausstürmte. Ich bat Lucille, ihr zur Beruhigung eine heiße Schokolade zu bringen, doch Tante Amelie fürchtete, das würde sie nur noch mehr aufregen, und nahm ihr die Tasse ab. Mutter war nie glücklich darüber, dass Vaters Vermögen größtenteils an mich ging, und sie warf Lucille oft vor, sie sei nur auf mein Geld aus. Doch das ist nun vorüber, nicht wahr? Lucille und ich können endlich heiraten. Ja, sie hat mir gedroht. Das tat sie bei fast jeder Abendgesellschaft. Doch sie wurde zorniger und zorniger. Also zog ich mich mit meinem Brandy auf die Terrasse zurück. Als ich nach unten kam, traf ich Amelie. Sie schickte mich in den Garten, um ihre Schwester mit einer heißen Schokolade zu beruhigen. Eine elegante japanische Schnupftabakdose, darauf eingraviert der Name G. Villiers Segonzac. Also wissen wir schon mal, wer der Japan-Fan hier ist. So, wer bist du denn? Gut. Oh, sie war etwas besorgt, weil ihr Sohn jünger war als ich, glaube ich. Aber ich kannte sie schon, bevor ihr Mann starb. Der arme Kerl wurde krank und ist erstickt. Eine Schande. Er setzte Georges noch als Verwalter des Familienvermögens ein. Herrje, Valerie war vielleicht aufgebracht. Sehr amüsant. Heute Abend schien sie sehr zornig. Noch nie zuvor hatte sie Georges mit der Hinrichtung gedroht. Naja, man lernt nie aus. Okay, das war der Hinweis auf der Terrasse, aber uns fehlt noch ein Schauplatz. Mal schauen, wo der sein könnte. Vielleicht hier. Genau, die Küche. Hier sollten sich doch bestimmt ein paar Hinweise finden lassen. Ein großer Stößel aus Steinen, ein Handmesser, mit dem Kräuter des Gartens zerstoßen werden. Ich hab sie nie gemocht, nie. Selbst als ihr Mann, Gott hab ihn selig, noch lebte. Er war ein Ehrenmann, wirklich. Monsieur Georges war sein Freund. Er kam oft zum Essen und er aß und aß. Eine Schande, dass man ihn köpft. Aber Madame? Den lieben langen Tag kommandierte sie Pierre und die arme Amelie herum.
Wer weiß, was aus Mademoiselle wird, so ganz ohne Geld. Und in ihrem Alter wird es schwer, einen Mann zu finden. Ein großer Thunkrug. Überreste einer dicken Kakaopaste, außerdem ein Gefäß mit fein gemahlenem Kakaopulver sowie ein leerer Milchkrug und ein kleiner Zuckertopf. Wenn ihr es wissen müsst, ich bin Amélie Morvoisin. Das hier. Ich glaube, sie war's. Meine ältere Schwester, Valérie Duclos. Und ich verfluche euch. Ihr mischt euch ungefragt ein. Valérie hat das Geld nicht verdient. Ich habe viel mehr für die Familie getan. Sie war nichts als eine wertlose, zänkische Säuferin. Es war klar, dass es die Schwester sein muss, weil die war eifersüchtig. Die anderen hatten eigentlich gar keinen Grund, weil die schon ihren Nutzen hatten. Ah, die Fälle sind gut gemacht, das muss man sagen. Man muss schon ein bisschen nachdenken. Ihr solltet vorsichtig sein, was ihr trinkt. Denkst du, ich habe Angst vor dir, Püppchen? So, Chef, Belohnung bitte. Ich liebe heiße Schokolade. Ich glaube, ich mache mir gleich eine. Seht derweil, ob ihr das haben wollt. Schwert mit Korbgriff. Ein Freund von mir hat eine Leiche auf offener Straße gesehen. Blutige Sache. Oben in Marais. Verfolgt eure Spuren weiter, ihr schafft das. Natürlich schaffen wir das. Wir sind ein Assassino, ein Assassino. So, aber auch wenn wir ein guter Assassino sind, meine Lieben, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Und mit diesem wunderbaren Blutbad beenden wir die jetzige Folge. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Euer Mado Gear LP.